Eine Werkstatt, zwei Israelis. Einer Jude, einer Araber. Let's Talk Straight heißt das Video. Ein Schlagabtausch aus Hass und Vorurteilen. أنا ما ببرر عمليات أني نجد ليموت بس 70 سنة احتلال أكيد تيه يتنقدوت أمري ما غفي طوف زا غفي مات وعزد متلونانين شلوم شغف Eine Provokation, rassistisch und demütigend und doch ein Aufschrei, der alte Denkmuster in Frage stellt. Ich wuchs mit diesen romantischen Vorstellungen auf, die Bedeutung, ein Jude in seinem jüdischen Heimatland zu sein. Ein sehr starkes Narrativ, mit dem ich aufwuchs. Sie nennen uns arabische Israelis, aber der richtige Ausdruck ist palästinensische Bürger Israels. Es wäre wirklich schön, damit anzufangen. Lasst uns Klartext reden. יש לכם 22 מדינות ערביות. אתה נוצרי, אתה לא נראה, יאללה נמאס לי. אני סמח מן הרמלה, אין סאנס אסלי. אני לא גזען, אני רבן. Dugri, Klartext heißt das Rapper-Duo, bestehend aus Uriah, dem Juden, und Sameh, dem Araber. Im wahren Leben sind die beiden ziemlich beste Freunde. Erst über das Rap-Projekt lernten die beiden sich kennen. Erst als der Song, die finale Version, fertig war, verstand ich, dass er nicht authentisch klingt, wenn ich es allein mache. Also musste ich einen Partner finden. Es war die interessanteste Begegnung mit einem Menschen in meinem ganzen Leben. Ich hatte vorher nicht so viele Araber getroffen. Und Sameh ist so energiegeladen, so menschenfreundlich. Wir fühlten uns sofort miteinander verbunden. Wir schauten uns in die Augen und ich wusste, der Typ meint es ernst und ehrlich. Er versucht nicht, mich zu benutzen als Marionette, als Alibi-Araber. Oh, ich setze ihn ein, um zu sagen, alles ist gut, wir werden Frieden, Koexistenz haben. Nein, er kam zu mir und sagte, lass uns Klartext reden. Let's talk straight. Die Herkunft von Uriah und Sameh könnte unterschiedlicher nicht sein. Jeder wuchs auf mit seinem ganz eigenen und doch typischen Narrativ. Es ist dieses zionistische Narrativ vom Recht der Juden auf ihr Heimatland. Menschen, die verfolgt wurden und immer wieder Ziele von Angriffen waren, ihr ganzes Leben lang. Ich wuchs mit den Geschichten meiner Familie auf. Mein Großvater war ein sehr berühmter Offizier in der israelischen Armee. Er kämpfte im Sechstagekrieg und gehörte zu den Fallschirmjägern, die Jerusalem eroberten und die israelische Flagge auf dem Tempelberg hissten. Mein Narrativ ist um 180 Grad das Gegenteil. Sein Großvater hisste die Flagge auf dem Tempelberg. Mein Großvater war in der kommunistischen Partei, kämpfte für die Freiheit und versuchte, Palästina zu befreien. Allerdings nie gewaltsam. Doch die Gewalt zwischen Palästinensern und Israelis scheint nie zu enden. Und noch immer wird um Jerusalem gekämpft und um den Tempelberg. Nach wochenlangen Auseinandersetzungen und Provokationen nationalistischer Zionisten kommt es im Mai 2021 zum offenen Krieg. Die Hamas in Gaza eskaliert den Konflikt mit dem massiven Raketenbeschuss von Tel Aviv und Zielen in ganz Israel. Tausende Raketen werden wahllos auf die Städte abgefeuert. Nicht alle werden abgefangen. Es gibt Tote und Verletzte. Die Antwort: schwere Bombenangriffe der ungleich stärkeren israelischen Luftwaffe. Vor allem auf die Infrastruktur der Hamas in Gaza. Wie immer trifft es aber auch die Zivilbevölkerung
mit noch mehr Toten und Verletzten als in Israel. Dann passiert etwas, womit kaum jemand gerechnet hat. Die Gewalt zwischen Palästinensern und Israelis greift auf ganz Israel über. In vielen Städten mit gemischter Bevölkerung gehen Menschen aufeinander los, die lange scheinbar in Frieden zusammenlebten. Palästinensische Israelis gegen jüdische Israelis. In Bat Yam zieht ein jüdisch-zionistischer Mob durch die Straßen und schlägt einen harmlosen arabischen Taxifahrer halbtot. In Jerusalem entkommt ein Jude nur knapp wütenden Arabern. Es gibt Lynchversuche zuhauf. Und in Lod und in anderen Städten brennen Synagogen. Zum ersten Mal seit 1948 kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen jüdischen und arabischen Bürgern desselben Staates. Zum ersten Mal. Und das ist der wichtige Punkt, dessen wir uns bewusst sein müssen. Der Ausbruch der gewalttätigen Ereignisse hat zwei Ebenen. Zum einen geht es um die Solidarität mit den Palästinensern, insbesondere in Ost-Jerusalem und in gewissem Maße auch mit der Hamas. Aber ich denke, das Hauptproblem ist die zweite Ebene, die tiefer liegende Ebene, die sozioökonomische Notlage und die Situation von Chaos in der arabischen Gesellschaft selbst. Während des zehntägigen Krieges liefern sich arabische Jugendliche jeden Tag Straßenschlachten mit der Polizei. Etwas explodiert, das sich lange angestaut hat, das tiefer geht als der aktuelle Konflikt. Nur eine Minderheit ist gewalttätig, aber eine Mehrheit fühlt sich in ihrer Identität unterdrückt. Am Tag des Waffenstillstands stellen Uriah und Sameh ihr Video online. Es geht sofort viral. In den sozialen Medien wird es millionenfach geklickt. Die beiden haben einen Nerv getroffen. In dem Moment, in dem wir den Videoclip fertig hatten, haben wir ihn auch veröffentlicht. Und das war zugleich exakt der Tag des Waffenstillstands mit Gaza. Das Timing war perfekt, als hätten die Sterne günstig gestanden. Nach der Veröffentlichung wurde es so etwas wie der Soundtrack des Konflikts, der Soundtrack der Unruhen und der Situation im ganzen Land. Für jede Hassbotschaft an mich oder ihn gab es 100 andere der Liebe, der Hoffnung und des Wandels. Vielen im Land ist klar geworden, so kann es nicht weitergehen. Seit 1948 gibt es den Konflikt zwischen der israelischen Regierung, vertreten durch die Polizei oder jemand anderen, und der palästinensischen Minderheit in Israel. Das ist der Streitpunkt, das ist das Problem. Wir wollen das lösen. Wir als Palästinenser wollen Respekt und unser Erbe. Wir wollen gehört werden. Wir wollen, dass man uns endlich zuhört. Das Jahr, das sich ins kollektive Gedächtnis der Palästinenser eingebrannt hat. Sie nennen es Nakba, die große Katastrophe. Noch ist Palästina Mandatsgebiet der Briten, doch deren Abzug steht kurz bevor. Seit Verabschiedung des UN-Teilungsplans für Palästina im November 1947 bekämpfen sich palästinensische und jüdische Milizen. Es kommt zu Massakern und Gräueltaten auf beiden Seiten. Am 14. Mai 1948, dem Tag des britischen Abzugs, ruft Ben-Gurion in Tel Aviv die Gründung Israels aus. Nach fast zwei Jahrtausenden haben die Juden wieder einen eigenen Staat. Der Jubel kennt keine Grenzen. Die Palästinenser lehnen diesen Staat von vornherein ab. Zu einer eigenen Staatsgründung fehlt ihnen die Organisation und letztlich die Unterstützung der arabischen Nachbarn. Das große Problem des palästinensischen Volkes war, dass es nicht organisiert war und dass anstatt der Palästinenser andere arabische Länder die Verantwortung für die palästinensische Sache übernahmen. Diese Länder haben ihre eigene Agenda.
Die Truppen sechs arabischer Nachbarstaaten marschieren am Tag der israelischen Unabhängigkeitserklärung gegen den jungen Staat. Die Juden sollen endgültig aus Palästina vertrieben werden. Offiziell im Interesse und für die Unabhängigkeit der Palästinenser, insgeheim aber hoffen die arabischen Nachbarn auf eigene Territorialgewinne. Doch das Unerwartete geschieht. Trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit schlagen die Israelis die arabischen Truppen zurück und erobern weitere Gebiete. Für die palästinensische Bevölkerung nimmt die Nakba ihren Lauf. Etwa 850.000 Palästinenser werden heimatlos. Die meisten fliehen vor den Kriegshandlungen, viele werden von Israelis aus ihren Häusern vertrieben. Die meisten werden nie wieder zurückkehren. Nur etwa 150.000 Palästinenser bleiben im neuen Staat Israel als feindliche Volksgruppe bestenfalls geduldet, denn willkommen. Sie werden später die israelische Staatsbürgerschaft bekommen, doch bis heute kämpfen ihre Nachfahren um Anerkennung und Gleichberechtigung. Damals, 1948, gab es zwei verfeindete Völker. Und die Juden, bis dahin die Minderheit, haben die Araber, bis dahin die Mehrheit, als feindliches Volk wahrgenommen. Das ist natürlich im Hinterkopf der beiden Kollektive, der beiden Volksgruppen hier im Staat Israel. Aber wir sind jetzt an einem besonderen Zeitpunkt, mehr als 70 Jahre nach 1948. Und es scheint, dass die Nakba ein bedeutender historischer Moment ist, der immer noch in den Köpfen vieler arabischer Bürger ist. Heute leben 2 Millionen arabisch-palästinensische Israelis im Land, gut ein Fünftel der Bevölkerung. Fragt man die nach ihrem größten Problem, dann sind es nicht die Schatten der Vergangenheit. Es ist auch nicht die Situation ihrer Brüder und Schwestern in der Westbank und in Gaza. In einer Umfrage von 2021 nannte eine große Mehrheit etwas anderes an erster Stelle. Die Gewalt unter Arabern selbst in den arabischen Gemeinden Israels, so wie in Taibe, einer Kleinstadt nordöstlich von Tel Aviv. Nahe der Grenze zur Westbank leben hier vor allem palästinensische Israelis, eine typische Gemeinde, die beinahe verschlafen wirkt. Doch fast jeden Tag fallen Schüsse in Taibe. Oft weiß man nicht einmal warum. Jeden Tag steht deshalb auch Wadfa al-Jabali vor ihrem kleinen Laden und horcht. Es gibt keine feste Uhrzeit für die Schießereien. Es passiert jetzt oder später, jederzeit. Warum? Weil es Waffen gibt und die sind in den Händen von Kindern. Eigentlich war Wadfa im Staat Israel angekommen. Sie hat den israelischen Pass und viele Rechte als Staatsbürgerin, theoretisch jedenfalls. Mit ihrem Mann und ihren Kindern führt sie einen kleinen Supermarkt. Ihre Familie hat es zu bescheidenem Wohlstand gebracht. Es ging den Al-Jabalis gut, bis die Gewalt auch in ihr Leben einbrach. Dort, wo ihr Mann an der Kasse sitzt, erzählt Wadfa, saß ihr Sohn, als ein Maskierter auf ihn schoss, das ganze Magazin leer. Wadfa hat die Einschläge von 25 Kugeln gezählt, bis heute nur notdürftig überklebt. Er wollte ihn treffen. Er hat ihn erschossen mit allem, was er hatte. Geraubt wird nichts, aber ihr Sohn Saad ist tot. Die Überwachungskamera hat die Tat aufgezeichnet. Doch obwohl Wadfa den Täter sofort identifizieren kann, dauert es Monate, bis die Polizei ihn verhaftet. Die Polizei kam nach dem Mord und hat das Video mitgenommen. Wir haben von der ersten Minute an die Polizei informiert und mit ihr kooperiert. Wir haben nichts zurückgehalten. Auch die Nachbarn haben der Polizei all ihre Überwachungsvideos übergeben. Aber die hat den Täter erst nach 4,5 Monaten verhaftet. Das Trauma um Saad verfolgt die Familie bis heute. Die Gründe für die Tat bleiben im Dunkeln, eine Schießerei von vielen. Für Wadfa aber ist der wahre Grund der.
Ihr Sohn musste sterben, weil die Gesellschaft die Gewalt unter Arabern ignoriert. Ich kann nicht sagen, dass es in diesem Staat keine Gesetze gibt. Es gibt Gesetze, ja, auch gute Gesetze. Aber die sind gegen uns und nicht für uns. Die Polizei wollte die Gewalt noch nie stoppen. Wenn, dann hätten sie es längst getan. Nichts ist schwierig für Israels Polizei. Das Phänomen von Anschlägen und Clan-Kriminalität unter den arabischen Israelis wird immer schlimmer. Allein 2021 wurden 127 Menschen ermordet. Die Gewerkschafterin Maysam Jaljouli beschäftigt sich seit langem mit dem Phänomen der Gewalt im arabischen Sektor. Die Ursachen dafür seien vielfältig. Die Gegend hier um Taibe ist so etwas wie ein Mikrokosmos dessen, was sich in allen Gemeinden der arabischen Gesellschaft abspielt. Kriminelle Organisationen kontrollieren das tägliche Leben. Und die glauben wirklich, dass sie frei sind bei allem, was sie tun. Und sie bedrohen alle. Jeder fürchtet sich. Es hat auch mit der wirtschaftlichen Situation zu tun. Wenn die Regierung nicht in die Wirtschaft hier investiert, dann ist das hier natürlich ein Ort für Kriminelle und die jungen Leute, die für sie arbeiten und keine Vision von der Zukunft haben. Jaljulis Vorwurf, der Staat, der sonst Terror mit allen Mitteln bekämpft und keine Gewalt in jüdischen Städten duldet, schaut im arabischen Teil der Gesellschaft einfach weg. Der Hauptgrund für die wachsende Gewalt und das Verbrechen ist das fehlende Dagegenvorgehen der Regierung. Die Regierung kümmert sich nicht darum, was in unserem Teil der Gesellschaft passiert. Manchmal denke ich als Aktivistin sogar, sie sind an Chaos unter den Palästinensern interessiert. Nach dem Motto, solange sich die Palästinenser gegenseitig umbringen, sind sie in anderen Bereichen still. Doch Menschen wie Watfa wollen nicht länger still sein, obwohl sie Angst haben. Ich habe Angst, auch um meine Familie und um mein Haus. Aber ich sage alles, weil ich innerlich explodiere. Ich kann nicht schweigen. Sterben muss ich so oder so. Wenn sie mich erschießen, sterbe ich eben. Aber ich will nicht sterben, ohne etwas zu sagen. Ich kann nicht schweigen. Es geht um meine Kinder. Wer hat mehr als ich verloren? Was kann ich noch verlieren? Auch in der Stadt Lod ist die Gewalt nicht unter Kontrolle. Ministerpräsident Bennett selbst hat eingeräumt, dass die Staatsmacht das Problem über Jahrzehnte ignoriert hat. Jetzt sind Mittel und Personal der Polizei im arabischen Sektor aufgestockt worden. Doch Veränderungen sind noch wenig sichtbar. Die Polizei kämpfe mit einer Vielzahl von strukturellen Problemen, erklärt Commander Yigal Ezra, der neue Chef der Verbrechensbekämpfung im arabischen Sektor. Was sagt er zu dem Vorwurf, solange sich Araber nur gegenseitig umbringen würden, kümmere das Israels Polizei nicht? Das ist einer der Sätze, die uns sehr wehtun und mich persönlich sehr frustrieren. Man kann von der Polizei nicht erwarten, aus nichts was zu schaffen. Wir brauchen auch die Kooperation der Araber. Wir brauchen auch die Kooperation der anderen Ministerien. Es gibt keinen Unterschied zwischen jüdischem und arabischem Blut, zwischen jüdischem und arabischem Mord. Oft sei die Polizei überfordert vom Ausmaß der Gewalt. Ezra schildert die Blutfehde zweier Familien, die vor einem Jahrzehnt in der örtlichen Moschee begann. Hier kannst du nicht beten, du stinkender Beduine, sagte einer zum anderen. Geh dich duschen, dann kannst du hier beten. Das war ein Konflikt nur um die Ehre. Dieser eine Satz, du stinkender Beduine, geh dich waschen, bevor du hier reinkommst, hat eine Riesenauseinandersetzung verursacht, die 13 Menschen mit ihrem Leben bezahlt haben. Darunter auch Frauen und Jugendliche, die nichts verbrochen hatten. Einige Taten wurden nie aufgeklärt. Das Problem, beide Familien lebten Wand an Wand zusammen. Am Ende errichtete die Polizei eigens eine Station wenige Meter entfernt, nur um die streitenden Parteien auseinanderzuhalten.
Im Moment gibt es 360 solcher offenen Konflikte. Wie können wir überall sein? Die Polizei ist klein. Ja, man hat hier und da verstärkt, aber das reicht nicht. Die Frage ist, wie wir die anderen Ministerien einbringen, um das Problem an der Wurzel zu packen. Akko, die alte Hafenstadt im Norden Israels. Sie hat schon viele Herren gesehen. Ägypter, Perser, Griechen, Römer, Araber, Kreuzritter, Osmanen. Sie alle kamen und gingen wieder. Taysir Khatib ist hier aufgewachsen. Als arabischer Israeli kennt er die Geschichte der jahrtausendalten Stadt nur zu gut. Diese Stadt ist fast 4000 Jahre alt. Viele Kriege hat sie erlebt und viele Völker sind hierher gekommen. Die meisten sind in ihre Heimat zurückgekehrt, nachdem sie ihre Kriege verloren haben. Im Mai 1948 eroberten Israelis die Stadt. Auch in Akko flohen damals tausende Palästinenser. 1948 haben die Leute gedacht, dass sie nur 2 Wochen weggehen und dann zurückkehren. Aus den 2 Wochen sind 73 Jahre geworden. Heute leben in Akko Araber und Juden, eine gemischte Stadt. Nein, das ist eigentlich falsch. Es ist keine gemischte Stadt. Es ist eine arabisch-islamische, palästinensische Stadt. Erst als die jüdischen Einwanderer kamen, wurde es zu einer gemischten Stadt, so wie Lod, Ramla oder Jaffa. In der Altstadt von Akko, die 2001 zum Weltkulturerbe erklärt wurde, leben vor allem Araber. Doch es gibt einen Verdrängungswettbewerb. Reiche Investoren kaufen Immobilien zu astronomischen Preisen. Die alteingesessenen Einheimischen können da nicht mithalten und ziehen weg. Und auch von anderer Seite wächst der Druck. Die Juden, die früher in Akko gelebt haben, hatten gute und freundliche Beziehungen zu den Arabern. Aber es gibt auch die anderen, die aus ideologischen Gründen nach Akko übergesiedelt sind. Besonders nachdem Premier Sharon 2006 den Gazastreifen aufgegeben hatte. Er hat dann die sogenannten gemischten Städte in Israel als Wohngebiete für die Siedler aus Gaza ausgewiesen, um die arabischen Bewohner aus diesen Städten zu verdrängen. Diese Siedler haben ihre zionistische und rassistische Ideologie in die arabischen Viertel gebracht. Auch in Akko explodierte während des Krieges von 2021 die Gewalt. Vor allem arabische Israelis gingen auf einmal auf jüdische Bürger los. Niemand hat das vorausgesehen, nicht mal die israelischen Geheimdienste. Niemand hatte eine solche Explosion erwartet. Was passiert ist, passiert wegen der rassistischen Politik. Denn seit 70 Jahren gibt es eine rassistische Politik in Akko. Es gibt Vertreibung und Druck. Manche Leute können ihre Häuser nicht reparieren und müssen mit ansehen, wie die Juden alle Unterstützung bekommen und sie nicht. Taysirs größtes Problem aber ist ein ganz persönliches. Seine Frau Lana kommt aus Jenin im Westjordanland. Obwohl sie seit 17 Jahren mit einem Israeli verheiratet ist, wird ihr die Staatsbürgerschaft verweigert. Das sogenannte Bürgerschaftsgesetz schränkt den Zuzug von Palästinensern aus der Westbank und Gaza ein. Und obwohl das Gesetz von der neuen Regierung zunächst nicht erneuert wurde, blieb alles beim Alten. Lana hat kein dauerhaftes Bleiberecht, deshalb auch keine Arbeit, keine Krankenversicherung, keine Sozialleistungen. Nicht mal Auto darf sie hier fahren. Jedes Jahr muss ich meine Aufenthaltserlaubnis neu beantragen. Jedes Mal kann es sein, dass ich keine neue mehr bekomme. Immer wenn meine befristete Erlaubnis abläuft, werde ich ganz aufgeregt, nervös und kraftlos, weil ich Angst habe, dass sie mir vielleicht keine mehr ausstellen. Die jahrelange Unsicherheit hat Lana und ihren Ehemann zermürbt. Alles an diesem Leben ist Provokation. Es gibt keine Sicherheit. Immer bin ich nervös. Manchmal träume ich, dass Soldaten in unser Haus eindringen und mich zum Checkpoint an die Grenze bringen.
Seit 16 Jahren leide ich darunter. Dieses Bürgerschaftsgesetz wirkt sich sehr stark auf mein Leben aus. Es ist, als ob es stillsteht. Als würdest du dem Fahrer eines Ferraris sagen, er solle so langsam fahren, wie ein Esel läuft. Es verschiebt sich alles wegen dieses Gesetzes. Meine wirtschaftliche Situation ist schwierig und meine psychische Verfassung auch. Es gibt keine Sicherheit. Vielleicht bekommt Lana nächstes Jahr keine Erlaubnis. Dann wird unsere Familie zerstört. Auch die Kinder spüren die Ungewissheit und leiden unter Verlustängsten. Ich fühle das, seit ich klein war. Einmal habe ich meiner Mutter nach der Schule gesagt, sie solle nicht nach Jenin in die Westbank fahren, weil die Israelis sie vielleicht dort verhaften. Ich kann nicht verstehen, was der Unterschied zwischen palästinensischen Bürgern und israelischen Bürgern ist. Soll das die Religion oder die Sprache sein? Das sind doch alles keine Gründe. Das ist Rassismus. Wohl an die 30.000 Familien in Israel teilen das Schicksal von Lana und Taysir. Die beiden wissen nicht, wie es weitergeht. Trotzdem versuchen sie, nicht alle Israelis über einen Kamm zu scheren. Ich sage nicht, dass alle Juden kriminell oder ungerecht sind. Es gibt viele gute Juden. Wir sind mit vielen befreundet, die hoch anständig sind. Ich habe nur etwas gegen Zionisten. Hoffnung gibt es immer. Ich verliere die Hoffnung seit 16 Jahren nicht. Ich habe immer an ein schönes Sprichwort geglaubt. Morgen wird noch schöner. Nie habe ich aufgegeben. Ich bin nicht pessimistisch. Inshallah, morgen wird noch schöner. Ein Traum voller Zuversicht, aber einer, der nur wenige Monate später zerplatzen wird. Vor der Knesset in Jerusalem hat sich eine Gruppe von Demonstranten versammelt. Auch Taysir ist dabei und protestiert lautstark gegen das Bürgerschaftsgesetz. Es liegt der Knesset erneut vor und wird wenige Tage später verabschiedet werden. Taysir ahnt bereits seine Niederlage. Seine Frau ist gar nicht erst mitgekommen. Sie habe keine Kraft mehr zu kämpfen, sagt Taysir. Sie habe aufgegeben. Es ist ein tödlicher Frust, den wir haben. Wir sind die Familien, die seit vielen Jahren gegen dieses Gesetz kämpfen. Ich kann diesen Frust verstehen, weil viele Familien, auch meine, vorausgesagt haben, dass dieses Gesetz wahrscheinlich durch die Knesset kommen wird. Meine Frau und meine Kinder sind frustriert. Sie sagen: Papa, das ist ein verlorener Kampf. Wieso kämpfst du weiter? Sie sagen mir, du bist wie Don Quixote, du kämpfst gegen Windmühlen. Das ist ein rassistischer Staat. Er wird uns nie Rechte geben. Sameh und Uriah haben sich weiterentwickelt. Das Rapper-Duo hat ein neues Video herausgebracht. Fishani Munfas, Wir können nicht atmen. Eine Referenz an I Can't Breathe, die amerikanische Bürgerrechtsbewegung. Und Dougri sucht jetzt den direkten Kontakt zum Publikum, zum ersten Mal in einem Club. Das Sputnik gehört zu den angesagten Clubs in Tel Aviv. Das junge Publikum hier ist offen für neues Denken. Sie behaupten nicht, das sei die Lösung. Sie sagen, hier ist ein Tisch, an dem wir sitzen und reden können. Über die schmerzlichen Dinge. Blut und Tränen werden fließen, aber wir können reden. Dieses Projekt wird Einfluss haben. Ich sehe da viel Hoffnung, weil es ins Herz trifft. Das ist etwas, das gehört werden muss. Etwas, das gesagt werden muss.
Mit Mundpropaganda und mit Hilfe der Medien wird es gelingen. Bei vielem, was wir tun, verbinden wir Musik, Kunst und Bildung miteinander. Das ist eine Herausforderung. Wir wollen die Aufmerksamkeit der Leute. Wir wollen Spaß machen und cool sein und gleichzeitig tiefgründig und den Finger in die Wunde legen. Das ist eine echte Herausforderung. Unsere Herangehensweise ist, echt bleiben, authentisch. Hier treffen die beiden auf ein eher wohlwollendes, liberales Publikum. Aber erreichen sie auch die Hardliner? Nur her damit. Wir werden mit allen fertig. Das ist ja unser Hauptziel, nicht in unserer Komfortzone zu bleiben, sondern die Leute zu konfrontieren, die mit dieser Idee nicht vertraut sind oder mit uns. Als Freunde, nicht als ein Palästinenser oder ein Jude, als ein Palästinenser oder ein Israeli, sondern als Menschen. Als zwei Menschen, die etwas in Israel verändern wollen. Also, wir sind bereit. Es ist eine karge Landschaft und doch abwechslungsreich und voll erhabener Ausblicke. Die Wüste Negev. Mit 60% macht sie den größten Teil des israelischen Staatsgebiets aus und doch leben hier nur etwa 10% der Gesamtbevölkerung. Südlich der Großstadt Beersheba finden sich meist kleine Siedlungen. Seit über 1000 Jahren siedeln Beduinen in der Negev. Die Zeugnisse ihrer uralten Kultur haben es schwer, neben den ausufernden Bauten des modernen Industriestaates zu bestehen. Auf dem Gelände eines alten Friedhofes stört ein Wasserwerk die Totenruhe. Nur wenig deutet heute noch auf ein Begräbnisfeld hin. Dass es den Friedhof überhaupt noch gibt, ist dem Engagement von Kayed Al-Athamin zu verdanken. Seit langem kämpft der Arzt für die Rechte der Beduinen. Das ist der Friedhof unserer Urahnen. Es gibt ihn seit Hunderten von Jahren. Hier sind meine Großeltern begraben. Nach diesem Friedhof wurde unser Dorf benannt, Hashim Zane. Es ist der älteste Friedhof in der ganzen Umgebung. Seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts versuchen die israelischen Behörden, die zersplitterten Siedlungen der Beduinen aufzulösen und sie in größere Gemeinden umzusiedeln. Doch die wollen bleiben und so leben, wie es ihrer traditionellen Lebensweise entspricht, trotz Jahrzehnten voller Schikanen. Der Staat reagiert, indem er ihnen die Entwicklungsmöglichkeit nimmt. So blieb die Infrastruktur von Hashim Zane in einem erbärmlichen Zustand. Was an Straßen direkt neben dem perfekt asphaltierten Highway liegt, verdient den Namen nicht. Mehr als Schrittgeschwindigkeit geht hier nicht. Wir wollen diese Straße reparieren, aber die Behörden erlauben uns das bisher nicht. Sie betrachten diese Straße als illegal. Und die Firmen, die Traktoren und Bulldozer haben, wollen nicht herkommen, weil die Behörden oft ihre Ausrüstung konfiszieren, wenn sie hier arbeiten. Aus Sicht der Behörden ist kaum etwas legal in Hashim Zane. Keine der einfachen Hütten. Kein Zelt hat eine Baugenehmigung. Immer wieder werden Behausungen kurzfristig abgerissen. Auch die notdürftig errichtete Moschee ist illegal. Gerne würden die Dorfbewohner eine neue bauen, doch wie ohne Genehmigung? Wir wollen ja nach den Vorschriften bauen und nach den Gesetzen leben. Wir wollen alles im gesetzlichen Rahmen machen. Wir stellen uns nicht gegen das Gesetz. Aber das Gesetz erkennt uns nicht an. Das ist der Urgrund aller Probleme. Den Beduinen bleibt nur zu improvisieren. Doch der Wunsch nach besseren Lebensbedingungen mit Strom oder gar fließend Wasser lässt sich nur unter großen Schwierigkeiten realisieren. Kaye zeigt, wie es noch vor gar nicht so langer Zeit war. Da bediente sich das ganze Dorf aus diesem Brunnen.
Für die Beduinen ist er aber noch viel mehr. Dieser Brunnen ist ein Symbol für unsere Gemeinde. Er ist nicht mehr in Betrieb, aber wir schützen ihn als Denkmal, denn er ist ein Beweis für unsere Existenz. Es gibt ihn seit Hunderten von Jahren. Es war lange die einzige Trinkwasserquelle in dieser Region. Vor einigen Jahren haben sie uns eine Wasserleitung gelegt, aber nur bis zur Hauptstraße. Von dort transportieren wir das Wasser mit eigenen Rohren weiter. Wir haben alles in Privatinitiative installiert. Und dann hat das Dorf noch einen Traum, ein eigenes Gemeindezentrum mit Dorfschule, Sozialstation und medizinischer Ambulanz. Den Bauplatz dafür gibt es schon. Das ist sehr wichtig für die Bewohner in diesem Gebiet, besonders für die Kranken, weil sie darunter leiden, immer in die benachbarten Kliniken fahren zu müssen oder nach Beersheba. Kayet findet das nicht zu viel verlangt. Als arabischer Israeli sieht er sich nicht in Opposition zum Staat, sondern als ein Teil davon. Leider fühlen wir uns sehr oft als Bürger zweiter oder dritter Klasse oder noch schlechter. Wir sind aber israelische Bürger. Wir besitzen die Staatsbürgerschaft, den Personalausweis und den Pass. Deshalb wollen wir auch die gleichen Rechte haben wie alle Bürger dieses Staates. Mit der neuen Regierung ist Bewegung in die Beduinenfrage gekommen. Etwas. Hashim Saneh wurde als eine von drei Beduinensiedlungen anerkannt. 35 weitere hofften vergeblich darauf. Doch die Sache hat einen Pferdefuß. Denn aus Sicht der Beduinenbehörde im fernen Beersheba sind die Bewohner viel zu weitläufig über ein großes Gebiet verteilt. Nach wie vor will die Regierung die weit verstreuten Siedlungen der Beduinen konzentrieren. Man braucht ein Minimum an Bevölkerung für die Wirtschaftlichkeit einer Siedlung. Man kann keine neue Siedlung für nur 50 Familien entwickeln. Man kann auch keine Siedlung für 500 Familien entwickeln, die über 10.000 Quadratkilometer verstreut leben. Also verhandeln wir mit ihnen, dass sie alle zusammen an einen Ort ziehen. Dann erst empfehlen wir, eine neue Siedlung anzuerkennen. Für Hashim Saneh hätte das einschneidende Konsequenzen. Die Einwohner von Hashim Saneh leben heute verstreut über dieses Gebiet hier. Und auch hier entlang des Highway Nummer 6. Alle müssen sich auf eine Siedlung in einem Gebiet von etwa 3000 Quadratkilometer beschränken. Das heißt von 15.000 auf 3000 Quadratkilometer. 11.000 Quadratkilometer gehen zurück an den Staat. Doch damit liegt die groß angekündigte Anerkennung der Beduinensiedlung auf Eis. Die Bewohner fühlen sich getäuscht. Für uns hat sich nichts geändert. Es gibt weiterhin die Zerstörung von Häusern und weiter Abbruchbefehle für Häuser, wie gehabt. Wir haben bis jetzt keine Vereinbarung erreicht über den Umfang der Fläche unseres Dorfes. Unsere Leute wollen in Hashim Saneh bleiben. Wir haben kein Land aufgegeben und wir werden keines aufgeben. Wir verlangen die Anerkennung unseres gesamten Landes. Der Mann, der sich anschickt, grundlegender als alle Politiker vor ihm etwas an der Lage der arabischen Minderheit zu verändern, heißt Mansour Abbas, Chef der arabisch-islamischen Partei Ra'an. Abbas ist religiös konservativ und wagt doch so etwas wie eine kleine Revolution. Zum ersten Mal in der Geschichte Israels trat 2021 unter seiner Führung eine arabisch-israelische Partei in eine Regierung ein und handelte Milliarden an Geldmitteln für seine Klientel aus. Dennoch, viele Juden misstrauen ihm, manche Araber schimpfen ihn Verräter. Ich kann nicht versprechen, dass wir in wenigen Tagen und Monaten die Probleme und die Diskriminierung lösen können, die sich seit vielen Jahren im Staat Israel gegen die arabische Gesellschaft angesammelt haben. Wir gehen einen Schritt nach dem anderen. Es gibt keinen Zweifel, dass diese Politik in die richtige Richtung geht. Es gibt allerdings viele Schwierigkeiten, weil es ein neuer Weg ist.
Keiner hat das je versucht, aber wir werden diesen Weg weitergehen. Als während der Unruhen 2021 arabische Israelis-Synagogen in Brand steckten, besuchte Abbas demonstrativ den Rabbi in der Synagoge von Lod. Doch nationalistische Zionisten erkennen solche Friedenszeichen nicht an. Diese Parteien in der Opposition üben sehr großen Druck auf die öffentliche Meinung aus. Sie werfen uns vor, eine fünfte Kolonne zu sein oder dass wir den Staat Israel schwächen. Manchmal diffamieren sie uns sogar als Terroristen oder Terrorunterstützer und vieles mehr. Aus unserer Sicht tun sie das nur, weil sie die Macht verloren haben. Aber auch vielen arabischen Israelis fällt es schwer, eine neue Rolle einzunehmen. Abbas findet, dass der Identitätskonflikt kein unlösbarer sein muss. Wir sind in diese komplizierte politische Situation hineingeboren. Wir gehören zum palästinensischen Volk und zur arabischen Nation. Aber auf der anderen Seite ist unsere zivile Zugehörigkeit durch unsere Staatsbürgerschaft heute die zum Staat Israel. Die Balance zwischen beidem zu finden, heißt nicht, eine Seite ganz auszulöschen. Sameh und Uriah auf dem Markt von Ramla. Sameh ist hier aufgewachsen in einer Art Mikrokosmos der israelischen Gesellschaft. Hier leben Menschen mit den verschiedensten Wurzeln zusammen. Jüdische, palästinensische, europäische, russische. Alle mit eigener Sprache, Kultur, Tradition. Wenn man Sameh nach seiner Identität fragt, antwortet er so. Ich bin ein Mensch. Das ist es, woran ich seit 2 Jahren wirklich ernsthaft glaube, besonders seit Covid. Ich respektiere meine palästinensischen Wurzeln, meine israelische Staatsbürgerschaft, ein Araber zu sein, aus Ramla zu sein, was auch immer. Das Wichtigste für mich aber ist einfach, ein Mensch zu sein. Das Wichtigste ist, die Unterschiede zu verstehen und zu respektieren. Es schaffen, sich nahe zu sein, ohne exakt gleich zu sein. Und das ist ganz generell die eigentliche Geschichte der israelischen Gesellschaft. Das sind nicht nur Araber und Juden, sondern auch Äthiopier, Russen, Menschen aus Osteuropa. Das ist die Geschichte der Juden. Und ich denke, das Gleiche gilt für die Araber. Es ist eine komplexe Gesellschaft und sie macht es einem nicht leicht, anzukommen, seinen Platz zu finden. Ich habe meinen Platz noch nicht gefunden, noch nicht. Es gibt immer noch Hürden und Probleme, die überwunden werden müssen. Es ist kompliziert und bleibt es seit Tag 1. Das ist, was Dugri, also Uriah und ich sagen. Unser Leben ist kompliziert, es ist nicht schwarz-weiß. Es ist eine verrückte Skala. Manchmal fühlt man sich angekommen, manchmal weniger. Vielleicht gelingt ja auch der israelischen Gesellschaft eines Tages das, was Sameh und Uriah geschafft haben. Hass und Vorurteile überwinden.